Willkommen auf dem Campingplatz Campingland Ostsee. Das Campingland Ostsee liegt im ostholsteinischen Bliesdorf, in direkter Strandlage zwischen Grömitz und Neustadt. Ob mit Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt, von den meisten Plätzen haben Sie einen herrlichen Blick auf die blaue Ostsee. Der Campingplatz hat das Gütesiegel Top-Platz erhalten und zählt somit zu den besten Stellplätzen Deutschlands. Hunde sind bei uns herzlich willkommen und können am Hundestrand oder auf unseren Freilaufflächen nach Herzenslust toben. Selbstverständlich können Sie Ihre Fellnase auch bequem abduschen. Jetzt habe ich gesehen, ihr baut da hinten ein neues Restaurant und auch Ferienwohnung, oder was wird das alles? Genau, wir bauen einmal 4 Ferienwohnungen und eine Gastronomie. Also Restaurantbetrieb mit Imbiss nach draußen, genau, so eine Versorgung mit Lounge, Bar und so, dass man nachher schön da unten sitzt und auf die Ostsee guckt. Ja. Das ist unser Plan. Also das Schöne hier auf dem Platz ist ja, es ist alles fußläufig, sofort erreichbar, der Hundestrand ist da. Aber eins muss ich nochmal wirklich loswerden, von der Buchung an bis hierher, bis wo wir hier sind, so ein nettes Personal, was du hast. Es ist wirklich, man erlebt heute so vieles, wenn man bucht, im Januar, Februar, nö, wir sind ausgebucht. So, und dann macht Heinrich es immer noch möglich, oder dein Team, ja komm, wir gucken, ob wir was finden. Ist das für euch so wichtig, die Freundlichkeit? Ja, also das denke ich ist, das ist wichtig und das ist auch das A und O. Mhm. Einfach miteinander und auch mit den Gästen zusammen Spaß haben, das ist mir wichtig. Und auch mit dem Buchen, also deswegen machen wir dieses Online-Buchen auch noch nicht, weil wir doch dann einfach dichter am Kunden sind. Jetzt habe ich gesehen, hier sind ja noch ein paar andere Campingplätze. Ist das ein Konkurrenzkampf oder tut ihr euch nichts? Ich sage immer, das ist wie ein Schuhgeschäft in der Fußgängerzone. Ein Schuhgeschäft läuft nicht. Ja. Mehrere Schuhgeschäfte, dann laufen alle. Ja. Und deswegen ist es doch wichtig, dass man auch Nachbarn hat und sich auch ein bisschen gegenseitig ergänzt. Und die, sagen wir mal, der oben der Campingplatz hat Vorteile mir gegenüber und der andere hat Vorteile mir gegenüber. Ich habe auch ein paar Vorteile denen gegenüber. Und so ist doch jeder Gast doch frei gewählt, welchen Platz er nachher letztendlich nimmt. Und wichtig ist doch, dass sie zu uns kommen, in die Region. Das ist doch das A und O, was wir dem Gast irgendwie so mitgeben müssen. Und der Rest ergibt sich. Genau. Heinrich, bist du Eigentümer oder Geschäftsführer? Nee, ich bin Geschäftsführer und Eigentümer, also mit einem Geschäftspartner zusammen. Okay. Und wie lange macht er das hier schon? Also den Campingplatz hier habe ich 2011 übernommen. Achso, den gab es aber vorher schon. Den gibt es schon seit 1964. Wow. Aber wir haben ihn eben schon zweimal erweitert.